Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13 mit dem FC Schalke 04. Wir stehen heute also am vierten Spieltag der Champions League Gruppenphase wieder gegen Celtic Glasgow. Letzte Woche haben wir gegen die schon 2-1 verloren. Bangura bald mit dem ersten Tor in diesem Spiel. Aber ja, der hat uns ja auch den Kopf gekostet im Hinspiel. Da spielten wir ja... Oh, warum leckt der hier so verdammt doll? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Neustädter, Wolfswinkel. Und da ist Draxler. Draxler kommt nicht durch der Pass. Doch, da ist Philipp Max durch. Nee, Draxler kommt nicht ran. So, warum leckt der jetzt? Das verstehe ich gerade gar nicht. Was hier gerade los ist. Foul an Wolfswinkel. Leute, guck mal kurz, was ist, woran es hier liegt. Hallo. Bitte entschuldigen Sie diese technischen Probleme. Fußballmanager 13 kackt gerade mal wieder sowas von ab. Gucken wir mal, ob so eine gelbe Karte war. Ja, da tritt er ihn voll drüber. Kann man geben, die Karte, aber trotzdem braucht man hier gleich nicht mehr reagieren. Mach doch mal Pause. So, bis gleich. So, Leute, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Jetzt weiß ich, woran es lag. Fraps hatte komischerweise einen anderen Pfad eingestellt, wo er speichert. Und da ist natürlich ganz wenig Speicherplatz drauf. Wir hatten Glück gerade, dass du gerade nicht abgekackt bist. Also, da kann es jetzt weitergehen. In alter Gewohnheit. Freistoß durch Benedikt Höwedes, unser Kapitän, der hoffentlich wieder zur alter Form findet. Hat ja mal ein Spiel ausgesetzt nach dem Spiel gegen Celtic. Philipp Max mit dem Foul von hinten. Das ist natürlich keine gelbe Karte. Ja, Max hat er bislang gut gespielt hier, die letzten Spiele, wo er zum Einsatz kam. Hat sich wieder mal in die Mannschaft reingebissen. Ist auch richtig so von ihm. Max erobert den Ball, das ist Huntelaar und das ist Ricky von Wolfswinkel, der in letzter Zeit auch wieder ein bisschen auftrumpfte. Hoffentlich diesmal seine Form halten kann. Huntelaar, schön rausgespielt auf Verfahren. Oh, der räumt damit ins Aus. Alexander Büttner ja noch leicht angeschlagen, deswegen nur auf der Bank. Michel Bastos übernimmt nochmal die Linksverteidigerposition heute. So, das ist Watt und Kayal. Lassat und das wieder Bangura gegen Papadopoulos und Arthur Moraes. Im Hinspiel noch mit einem Patzer. Zusammen mit Höwedes, aber hier klasse reagiert. Van Wolfswinkel sieht da Garix draußen. Sehr schön. Nochmal Garix auf Van Wolfswinkel. Das ist Huntelaar. Huntelaar auf Philipp Max. Ah, schade. Ja, Max jetzt ja eigentlich auf seine linke Mittelfeldposition heute mal zu finden. Michel Bastos ist ja nicht genug dran an Lassat. Der mit den Seitenwechsel auf Samaras. Der geht ins Aus. Jawohl, gibt Einwurf für unsere Schalker. Also heute sollten wir wieder gewinnen, um Platz 1 zu verteidigen. Klar, sich ja keiner erwartet, dass wir Platz 1 schaffen in der Gruppe. Draxler auf Van Wolfswinkel. Huntelaar. Philipp Max, klasse. Aussteigen lassen. Wieder lustig. Aussteigen lassen. Max. Ah, der Pass. Nicht zielstrebig genug. Bangura. Und da ist rechts Lassat frei. Lassat. Flankt hinein, Samaras und Höwedes, aber ich war vor ihm dran. Papadopoulos klärt nicht vernünftig, jetzt haben sie mal geklärt. Aber die Konterchance ist dahin, denn es hat ein bisschen lange gedauert. Nochmal Philipp Max. Wieder Huntelaar. Ah, schlechter Pass von Huntelaar. Und Lassat jetzt. Mit dem langen Ball auf Bangura, aber für Neustädter auf der 6er Position. Hatten es dann schon mit Kirchhoff versucht, aber das hat nicht geklappt da. Philipp Max gegen Lustig. Nee, ich weiß nicht, wie er da anführen wollte. Bastos, ah, ein Schritt zu spät. Höwedes wieder. Souverän. Neustädter, Huntelaar. Van Wolfswinkel gut gespielt. Van Wolfswinkel. Ah, nicht schlecht gedacht. Nicht schlecht gedacht. Die Idee war richtig gut eigentlich, aber ein bisschen zu schnell, zu viel Kraft in diesem Schuss eingebracht, sodass Max sie nicht erlauben kann. Brown, der Torschütze zum 1-0 im Hinspiel. Lassat. Bastos war zwar dran, kommt aber doch nicht endgültig ran. Höwedes, jetzt steht er mal dran am Bangura. Neustädter, langer Ball auf Huntelaar. Er kann die Bälle nicht verwerten, sonst hat der Klasse und Huntelaar. Nochmal Neustädter, jawohl. Dann haben wir wieder Max. Ah, bleibt hängen an Lustig diesmal. Aber auch die Schotten kommen nicht richtig durch. Ricky von Wolfswinkel, Draxler, ey, Huntelaar. Und da ist vorne Philipp Max zu finden in der Sturmzentrale auf einmal. Max. Und das wird wieder als Foul für ihn gerechnet. Das zweite schon von ihm. Sieht aber noch keine gelbe Karte. Meine Güte, der ist ganz schön ruppig zugange, der Junge. Forster, Fraser Forster steht am Tor, nicht Ben Forster. Habe ich mal verwechselt letztens. Und wieder Neustädter da. Huntelaar. Und wieder Philipp Max. Über den läuft das ganze Spiel hier über links. Van Wolfswinkel, da kommt mal Verfahren im Ball. Verfahren, das müsste er durchstecken eigentlich. Macht er auch, wird aber gefoult. Das gibt natürlich Freistoß in der 40. Minute für uns. Und das aus keiner schlechten Position.
Michel, nee, das ist nicht Michel, was ist das? Das ist ein Verfahren. Warum macht der den Verfahren in die Mauer? Das ist Quatsch gewesen. Garrix. Garrix. Oh, das kann nicht wahr sein. So eine schöne Flankenposition und er lässt sich dann den Ball abschneiden. Kontermöglichkeit fertig. Hövede ist sauber. Und Huntela. Kann die Bälle nicht verwerten. Bengura. Nochmal Neustädter. Von Wolfswinkel Draxler. Jetzt ist wieder Huntela dran. Huntela spielt raus auf Garrix. Garrix findet Verfahren. Gegen Gallas. Oh, das war ein klares Foul. Hallo! Er senzt da Draxler voll die Beine von hinten weg. Und jetzt die Kontermöglichkeit für Celtic Basko über Bangura. Mit der Möglichkeit frei vor Arthur Moraes. Moraes im ersten und zum zweiten nutzt sie Bangura. Klasse pariert von Arthur Moraes. Na, obwohl nicht klasse. Der hat er vorhin nach vorne abklatschen lassen. Und damit steht es 1-0 für Celtic Glasgow. Mal wieder. Und das mit dem Pausenpfiff. Das war aber vorher ein ganz klares Foul an Julian Draxler, wie er von hinten voll die Beine wegkloppt. Sicherlich trifft er auch den Ball, aber auch die Beine. Und das von hinten, das muss eigentlich geahndet werden. Dieses. So, in der zweiten Hälfte zeigen wir, was wir beim FC Schalke hier wirklich drauf haben, Leute. Das kann wohl nicht wahr sein. Moraes. Ja, gut, eigentlich nicht, aber. So, Huntela motivieren, das war auch bisher nichts von ihm. Philipp Max ist eigentlich gut gespielt bislang, weiß nicht, warum er da wieder eine 4 hat. Genauso wie Jessica Fahn noch motivieren. Und auch Papadopoulos mit einer 4,5. So, Massagen für Garrix und für Neustädter. Sowie auch für Jefferson Fahn. Und dann geht's ab in die zweite Halbzeit. Da haben wir wieder einen Rückstand aufzuholen. Schalke in der Krise, kann man so momentan behaupten. Huntela. Klasse Pass auf Philipp Max. Ah. Setzt sich Kajal, glaube ich, war es durch. Huntela blockt den Schuss zwar ab, den Wangenball ab, aber behält den Ball nicht. Jetzt im Mittelfeld ein Foul von Roman Neustadt, habe ich gar nicht mitbekommen. Da wird der Vorteil für Celtic weggepfiffen. Gucken wir mal nach. Ach, hör doch, nee. Ey, das ist doch wohl lächerlich. Er rennt da voll auf und da sieht man noch eine gelbe Karte für. Das war nicht mal ein Foul. William Gallas mit dem Freistoß kurz gespielt. Nochmal langer Ball auf Bangura! Und wieder Moraes mit Problemen. Momentan zeigt er nicht den sichersten hier. Draxler! Und diesmal wird das Foul endlich gepfiffen. Wurde mal Zeit. Ja, brauchst gar nicht so tun. Ich glaube, der war es auch vorhin, der das vom 1-0 gemacht hat. Gelbe Karte. Und wenn du so weit diskutiert, kriegt er die gelbe-rote gleich hinterher. Gucken wir nochmal, unser Zehner Julian Draxler wieder von hinten in die Beine. Unglaublich. So, Benedikt Hövedes. Alle Mann in der gegnerischen Hälfte bis auf Moraes. Hövedes. Van Wolfswinkel kann den Ball nicht ablegen. Gibt's ja gar nicht. Lasser, Seitenwechsel auf Samaras. Samaras nochmal Seitenwechsel auf Brown. Den kann er nicht kriegen. Und wir werden einen Wechsel vorbereiten. Renato Augusto wird für Jefferson Fahrfahren ins Spiel kommen. Der hat bislang noch gar nichts gezeigt, der gute Verfahren. Deswegen nach einer knappen Stunde, also der Brasilianer für den Peruaner rein. Philipp Max. Langer Ball auf Huntela. Diesmal kann er den, ja, verwerten. Vom Wolfswinkel. Kann sie nicht durchsetzen. Erneut mal wieder nicht. Zeigt er wieder kein gutes Gesicht heute. Samaras. Garrix nicht richtig dran. Samaras. Schlechte Flanke. Bastos holt sich den und steht hier nach vorne auf Philipp Max. Huntela. Draxler findet Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel raus auf Renato Augusto. Renato Augusto nochmal zurück auf Neustädter. Was macht der Neustädter? Gibt's doch gar nicht, ey. Brown. Gegen Max setzt sich durch. Lasser hat Doppelpass mit Brown. Michel Bastos. Und nochmal Draxler. Und schon wieder Foul von Draxler. Sicherlich fehlt Draxler da ganz schön ein, klar. Und wir werden noch einen Wechsel vorbereiten. Für Roman Neustädter wird Leon Goretzka ins Spiel kommen. Der wird in der Zentrale das Ganze da regeln. Neben Julian Draxler, der ein bisschen offensiver noch ist. Also der junge Goretzka rein für Roman Neustädter. Papadopoulos, langer Ball. Huntela. Huntela gegen Kajal. Huntela gegen Ambrose. Huntela dribbelt sich fest. Lassard.
Papadopoulos gegen Bangura. Vorteil nach Foul von Papadopoulos. Garrix. Jetzt hat er Foul gepfiffen. Und jetzt gibt es schon wieder die gelbe Karte. Also immer, wie locker sitzt bei dem Typen denn die gelben Karten? Ah, für das Foul, für die Aktion vor dem 1-0 gab es nicht mal einen Freistoß. Das war für mich auch nichts. Nicht mal eine gelbe Karte. Lächerliche Regelauslegung vom Schiedsrichter heute. Mulgrew. Boah, schieß mal sicher. Arthur Moraes mit dem Abschlag. Lang nach vorne. Bastos gewinnt das Kopfball der Goretzka. Vom Auswinkel jetzt. Draxler. Huntelaar müsste weiterspielen auf links. Jawohl, auf Philipp Max. So ist richtig gewesen. Philipp Max müsste flanken. Flankt auch. In der Mitte. Vom Auswinkel. Nochmal Goretzka kann den Ball nicht verwerten. Konterchance erneut für Celtic. Ich sehe natürlich wieder nichts, weil mein Manager wieder ausgeht. Aber wie es aussieht, ist nichts passiert. So, wir werden das nochmal im Wechsel bringen. So geht der nochmal an jetzt, ja. Also, was mit Adagos ist schon müde, ja klar. Hm. So, für Ricky van Wolfswinkel wird Alexander Büttner ins Spiel kommen. Ich habe was anderes vor, und zwar geht Max in den Sturm rein. Bastos in die Mittelfeld. Alexander Büttner gibt sein Comeback. Und der muss natürlich noch das Pressing erhöht werden. Und der Einsatz auf 100% für die letzten Minuten hier. Und Büttner mit dem ersten Kurzansatz mal wieder. So, Celtic wechselt. Sanchez Watt geht raus für James Hodder. Und von ihm gesagt, Alexander Büttner, Kurzeinsatz, der wichtig wird für Ricky von Wolfswinkel. Sicherlich ungewohnt hier jetzt für einen Verteidiger, für einen Stürmer zu bringen, aber wir haben ein bisschen was umgestellt. Bastos und Max rücken jeweils ein vor. Da ist Büttner im Mittelfeld zu finden gewesen und dann schlägt er so einen grottigen Pass. Wer soll den denn kriegen? Na klar, ihm fehlt die Spielbox, ist aber logisch. Guckt euch mal den Ballbesitz an. Und wer führt Celtic? Aber man muss auch sagen, wir hatten noch nicht eine Torchance gehabt. Hatten wir überhaupt schon eine Torchance? Und heute haben wir mal keine. Heute können wir nicht sagen, es hadert an der Chancenbewertung. Bangura, Samaras nimmt den schwierigen Weg über Lassard. Den kriegt er natürlich nicht. Links wäre natürlich freier gewesen, einer. Ging auch 4:1 Torschüsse, also kann mich an den Torschuss gar nicht mehr erinnern. Büttner spielt sich gut raus da. Bastos findet Huntelaar. Huntelaar wechselt jetzt die Seite mit Renato Augusto. Wer soll diesen Ball denn kriegen? Verdammt nochmal! Emre Can kommt bei Celtic ins Spiel. Der ist nach Celtic gewechselt. Guck an. Ah, das gibt's ja gar nicht. Das ist zurzeit eine richtig grottige Leistung hier gegen Celtic Glasgow. Das zweite Mal schon. Goretzka setzt sich diesmal durch. Setzt aber nicht nach. Mulgrew. Nachspielzeit, Leute. Das ist jetzt ja. Spielt es natürlich sicher runter. Und da ist Schluss. Wir verlieren auch das Rückspiel gegen Celtic Glasgow. Diesmal mit 1:0. Erschreckend harmlose Leistung von unserer Offensive. Der Verteidiger will hier nicht mal einen Fehler vorwerfen. Wieder sieht moralisch nicht gut aus beim Gegentor. Leute, Schalke steckt in der Krise. So muss man es ehrlich gesagt sagen. Ja Leute, auch das zweite Spiel gegen Celtic Glasgow verlieren wir. Und zwar nach erschreckend schwacher Leistung mit 0:1, das ist echt bitter, wie der Verlauf der letzten Dinge ist. Arthur Moraes ist noch bester Mann gewesen, obwohl er am Gegentor halt sehr, sehr unglücklich aussah. Trotzdem war er eben noch ein sicherer Rückhalt. So, jetzt ist gerade kein Ton da, natürlich. Habe ich, glaube ich, ein bisschen doll runtergedreht, den Ton. Ja, was soll man groß sagen? 1600 Schalker sind mitgereist, haben wieder eine erschreckend schwache Leistung gesehen. Wir fallen jetzt runter auf Platz 3, das kann ja nicht wahr sein. Nach diesem Traumstart in der Champions League haben wir uns jetzt durch zwei Niederlagen gegen Celtic Glasgow, gegen den Außenseiter dieser Gruppe eigentlich, sowas von schlecht positioniert. Jetzt geht's gegen Menu, da muss mindestens ein Sieg her. Also das kann echt nicht wahr sein, was die Mannschaft zurzeit ableistet. Auch in der Bundesliga gegen Kaiserslautern nur ein 2:2 zuletzt. Das geht einfach nicht. Ich weiß aber auch jetzt gerade endlich nicht, was man dagegen machen kann. Jetzt geht's nach Freiburg beim Tabellen-10. Wir sind Tabellen-7. Schade, schade, Leute. Alexander Büttner angeschlagen, haben wir gesehen gehabt. Ist klar, Freiburg. Gut, Leute, das war's dann erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich muss mich kurz beruhigen. Haut rein. Ciao, ciao.